Hallo, ich bin Emma und begrüße euch recht herzlich zu dieser Videomeditation. Schön, dass ihr reinschaut. Wir sind heute hier in der wunderbar geschmückten Kirche in Sauen. Letzten Sonntag bin ich konfirmiert worden. Aber glaubt mir, manchmal geht es mir so wie dem Nikodemus aus der Geschichte im Johannesevangelium. Meine Gedanken sind wie im Dunkeln. Ich verstehe auch nicht alles, habe Fragen. Der Glaube ist wie vernebelt. Schauen wir doch mal, was uns die alte Geschichte von Jesus und Nikodemus dazu zu erzählen hat. Wir laden euch dazu ein, im Namen Gottes, die uns Mutter und Vater ist, im Namen Jesu Christi und im Namen der Heiligen Geistkraft, die uns alle verbindet. Halleluja! Lobt ihn, die ihr Dienst tut für den Herrn. Lobt fröhlich den Namen des Herrn. Der Name des Herrn sei gepriesen von heute an bis in alle Zukunft. Von Aufgang der Sonne. Hoch über allen Völkern steht der Herr, über dem Himmel wohnt er in Herrlichkeit. Wer ist wie der Herr, unser Gott? Er steigt hinauf, um in der Höhe zu thronen. Er beugt sich nieder, um in die Tiefe zu schauen. Einzigartig ist er im Himmel und auf der Erde. Den Geringen zieht er aus dem Staub, den Armen holt er aus dem Dreck. Er lässt ihn bei den Fürsten wohnen, ja, bei den Fürsten seines Volkes. Die unfruchtbare Frau lässt er im Haus wohnen, ja, als eine fröhliche Mutter von Kindern. Halleluja! Liebe Gemeinde, dreimal taucht der Pharisäer Nikodemus im Johannesevangelium auf. Er bringt 100 Pfund Myrrhe gemischt mit Aloe, damit der Leichnam Jesu gesalbt werden kann. Er warnt vor einer Vorverurteilung Jesu, denn das jüdische Gesetz sieht vor, dass niemand ohne Anhörung und ohne sicheres Wissen um sein Tun verurteilt werden darf. Der Evangeliumstext für heute enthält
seinen ersten Auftritt. Nikodemus hat eine hohe Stellung bei den Juden, er kennt die Tora, das Gesetz. Nun kommt er mitten in der Nacht zu Jesus, um Fragen zu stellen. Er hat schon erkannt, dass Jesus etwas Besonderes ist, offenbar beobachtet er ihn schon länger. Als er Jesus dann trifft, in der Nacht auf der Straße, kommt er gar nicht dazu, seine Fragen loszuwerden, aber er bekommt Antworten, die die Sache für ihn aber nicht leichter machen. Wer nicht von oben her gezeugt und von Neuem geboren wird, kann das Reich Gottes nicht sehen. Was soll er damit anfangen? Und so fragt Nikodemus zurück: Wer kann denn in den Bauch seiner Mutter zurückkriechen und neu geboren werden? Jesus sagt zu ihm: Wenn jemand nicht geboren wird aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist ein jeder, der aus dem Geist geboren ist. Anders als die anderen Schriftgelehrten, die in der Bibel vorkommen, ist Nikodemus neugierig und offen für Neues. Und wir? Was können wir mit der Botschaft anfangen? Geboren aus Wasser, das können wir vielleicht noch verstehen. Die Taufe wird ja mit Wasser vollzogen. Damit begründen wir unsere Gemeinschaft mit Jesus und mit Gott. Jeden Tag können wir neu geboren werden, unsere Handlungen und Meinungen, ja unser ganzes Leben auf den Prüfstand stellen. Weil es da vielleicht eine Stimme gibt in uns, die uns sagt: So geht das aber nicht. Das weißt du doch, oder? Eigentlich. Diese Stimme ist mal laut und mal sehr leise. Wir hören sie, nun müssen wir ihr nur noch zuhören und neu anfangen. Neu geboren aus dem Geist. Er ist da, auch wenn wir oft nicht wissen, woher diese Stimme kommt und wir auch nicht wissen, wohin uns dieser Sinneswandel führen wird. Aber er ist nötig, immer wieder, für uns alle, jeden Tag. Es kann zum Beispiel damit beginnen, dass wir offener sind für das, was andere zu sagen haben, auch wenn wir schon zu einer festen Gruppe gehören. Und es kann damit beginnen, dass wir gegen Vorverurteilung und gegen pauschale Meinungen eintreten, wie der Pharisäer Nikodemus. Übrigens, schon Martin Luther rätselte darüber, warum dieses Evangelium für den Sonntag Trinitatis ausgesucht wurde. Eine Antwort finden wir vielleicht, wenn wir alle drei Auftritte von Nikodemus in den Blick nehmen. Die Salbung Jesu, das Eintreten für das alte Gesetz Gottes und die Wiedergeburt durch den Geist. Da ist die heilige Dreifaltigkeit beisammen. Amen.
lade Sie ein, mit mir zu beten. Gott, Schöpfer des Lebens, öffne uns die Augen für die Schönheit der Welt, dass wir deine Schöpfung bewahren. Sie soll Lebensraum für alle sein und bleiben. Erneuere uns, Gott, dass wir anfangen, umzudenken und erhalten, was du uns anvertraut hast. Jesus Christus, in dir sehen wir die Zuwendung Gottes. Öffne uns die Augen für dein Heil. Du willst uns Wegweisung zum Leben sein. Niemand, der durchs Dunkel geht, soll im Dunkeln bleiben. Das Licht deiner Liebe scheint uns allen. Gott, Heiliger Geist, öffne uns die Augen und segne uns, wenn wir als Christen unsere Verantwortung wahrnehmen in der Sorge für die Menschen, die uns anbefohlen sind, Familie und Gemeinde, in der Fürsorge für Fremde, im Eintreten der weltweiten Kirche für Frieden und Gerechtigkeit. Das bitten wir im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Segen Gottes von Abraham und Sarah, der Segen des Sohnes von Maria geboren, der Segen des Heiligen Geistes, der über uns wacht wie eine Mutter über ihre Kinder, sei mit euch allen. Amen. Wir glauben, Gott ist in der Welt, dir Leben gibt und Treue hält. Er fügt das All und trägt die Zeit, Erbarmen bis in Ewigkeit. Wir glauben, Gott hat ihn erwählt, den Juden Jesus für die Welt, der schrie am Kreuz nach seinem Gott, der sich verbirgt in Not und Tod. Wir glauben, Gottes Schöpfermacht hat Leben neu ans Licht gebracht, denn alles, was der Glaube sieht, spricht seine Sprache, singt sein Lied. Wir glauben, Gott wird durch den Geist, was Jesu Taufe uns verheißt, Umkehr aus der verwirkten Zeit und Trachten nach Gerechtigkeit. Wir glauben, Gott ruft durch die Schrift das Wort, das unser Leben trifft, das Abendmahl mit Brot und Wein lädt Hungrige zur Hoffnung ein. Wenn unser Leben Antwort gibt darauf, dass Gott die Welt geliebt, wächst Gottes Volk in dieser Zeit und Weggenossen sind nicht leid. Amen.